Und jetzt willkommen zurück zu Tyranny, wo wir beim letzten Mal die Haupthandlung von dem DLC, die Bastardwunde, abgeschlossen haben. Wie, glaube ich, am Ende da so ein bisschen aufgefallen ist, habe ich sehr, sagen wir mal, komplexe Gefühle zu diesem DLC. Die zusätzlichen Gefährtenaufgaben, die das bringt mit Lyra, Barrick und Lantry, sind durchaus interessant. Aber irgendwie so die Haupthandlung an der Bastardwunde ist so irgendwie. Fehlt mir persönlich, fehlt mir irgendwie jemand, wegen dessen es mir nicht total am Arsch vorbeigeht, was mit den Leuten da passiert. Ja, irgendeine emotionale Bezugsperson in gewissermaßen. Am ehesten müsste das noch irgendwie Riftklaue sein, aber die macht auch manchmal total seltsame Sachen, wie zum Beispiel, was wir hier gesehen haben. Das war ich da. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ich hab bei einem Dialog mit ihr die falsche Antwort gegeben und deswegen dachte ich, nee, es ist alles hoffnungslos, ich gehe jetzt zurück in meinen dunklen, in die dunkle Erde und hol mich bloß nicht. Und ich so, ach Gottes Willen, was soll denn dieser Scheiß? Und deswegen hab ich am Ende gesagt, so, ich gehe jetzt nicht zurück, lade das und spiele das jetzt so lange wieder, bis ich mich dann nicht verklicke, sondern dann ist halt dieser eine andere Typ, dessen Namen ich mir vergessen habe, der Gezeitenwirker ist jetzt halt da der Boss. Ist mir relativ egal, weil die Leute interessieren mich nicht sonderlich viel, ja? Und das ist irgendwie ein bisschen schade, dass das so ist, aber ich kann da leider auch nichts dran ändern. So. Jetzt wollen wir mal zu unseren Leuten zurückkehren. Zu unserem, naja, zu unserem, sagen wir mal, Kriegsrat, so eine Richtung. Warte mal, bevor wir das machen. Ich wusste, ich wollte nur eine Sache auf dem Turm machen. Das hab ich das ganz vergessen. Ich wollte noch mal wieder ein paar Leute austauschen. Ich habe ja jetzt Tötet im Schatten vor allem und auch Lantry jetzt mitgenommen, weil wir die da in dem letzten Dungeon da speziellen Bezug zu hatten. Ich würde jetzt aber gern mal wieder App und Lyra mitnehmen. Lyra ist schon eine ganze Weile nicht mehr dabei und das finde ich irgendwie schade. I'm working on my impression of you, trying to capture your silent interrogation routine. How am I doing? My point exactly. What is it you need? Smartest thing you've said all. So, I will return to our holdfast at once. So. Hast du wirklich einen Namen gemacht, indem du reihenweise die Edikte des Oberherrn gebrochen hast? Ich weiß nicht, was du noch dir für die Dienste zahlt, aber ich finde, du hast dir eine ordentliche Gehaltserhöhung verdient. Was ist das für ein Gefühl? Du hast nicht nur die Willen des Oberherrn eine Stimme verliehen, sondern brichst auch reihenweise Chaos Magie. Weiß nicht, ich setze mich irgendwie Mächten aus, die ich nicht so richtig verstehe. Krieg muss mal Risiken eingehen und das tust du mehr als jeder andere, das werde ich respektieren. Bin hier, wenn du mich brauchst, dann verstehe ich nichts von deiner arkanen Weisheit. Ich tue, was ich kann, um unsere kleine Bande durch den Krieg zu bringen. Und wenn es hier den Anschein hat, macht, dass deine Stärke nachlässt, werde ich dich von deinem Leiter lösen und die Führung übernehmen. Kopf hoch! What do you need? Aha. Ich könnte fähige Mörderin brauchen, glaube ich. Point me in the right direction. I'll cut down whatever I find in my. So. We'll wait for a short while. So, müssen wir noch gleich Stufenaufstiege machen und so einen Spaß. Ich würde trotzdem noch mit Tötet im Schatten über was reden. Alpha, to kill in shadow smells good. Like mountain dew. Makes beast woman blood stir. Run hot hot. Makes beast woman want to hunt, bite, rot. Fate binder wants beast woman? Vielleicht sollten wir eine Strategie entwerfen, wie wir am besten mit unseren Feinden und Verbündeten umgehen. Best way is with bloodshed, yep. Fatebinder has many allies. More enemies. Which do Fatebinder and Kills in Shadow on today? Lass uns über jene in den Stufen sprechen, die Chaos trotzen wollen. Humans of Beastwomen lands, humans called Tearsmen, are many roiling maggots that infest ruin good meat. Clever hunter would crouch behind humans like stone cover during fight with Kairos' tribe. Let Tearsmen die, so Fatebinder and Beastwomen can survive. Win! Many humans live in Beastwomen lands.
kills in shadow, knows Tearsmen pack well. Mhm. Dann was anderes? Lead conversation. Beast woman will follow. Was mit den anderen Tiermenschen stemmen? Best tribes. Tribes that grew from lands. But are not beastmen tribes. Beastmen are small, weak. Good only for rutting. Tribes belong to best hunters. Biggest, most savage. Belong to beast women. What does fate bind a desire to know regarding beast women tribes? Was hältst du von den Steinpirschern? Stone stalkers breed like rodents. Swarm, consume lands. Have no pride. Rut weak mates, whelp weak cubs and starve. Enslave own tribe to humans to survive. Now range far from Azure lands, but still do not flourish. But Gills in Shadow has tried to help stone stalkers yep. Bought to use for own gains for hunting disfavored, but ended up leading pack of good, obedient stone whelps. Maybe fond of some few. Shadow hunters are gone. Troll hooks are gone. Catvorners wander northwest of bastard lands. West Reaver's tomb. Bonebreakers are gone. Mantaborn claimed Fanged Bay. Have heard our other tribes north. Okay, lass uns bei anderen Dingen sprechen. Lead conversation. Beast woman will follow. Was mit Chaos und den Archonten? Fate binders tribe. No packs well. Aha. Was weißt du über die Geschmieden und Graven Ash? Disfavored hunting slave beast women. Only predators to rival tribes. Dislike. Admire. Envy skill. Want to stalk. Then want to kill slowly. Make scream. But disfavored do not yowl easily. Have taken killing teeth and throat, carven claws and gut, and survived. Alpha laves pain from pack, makes pack tougher, deadly threat. You are correct to assume we are the more elite, but do not expend yourself trying to destroy us. We are the arm of the Northern Empire, and you would only bring annihilation upon your race. Okay, Barek? Our call with many voices is vicious, cunning feral. Good, desirable Alpha. But pack is rank. Has taint of rotten meat. Pack wails, bleeds from relentless infighting. Even bulwarks cannot wrestle whelps into control. Strong are few and feud each other. Rest are many weak chaff. But Archon does not call pack. Makes aberrant. Dangerous. Nurot is the cause of the rot in the chorus. That monster is part of it, not outside it. Nurot encourages the chaos and revels in the destruction. The voices of Nurot is many things, and more than one woman has called that creature desirable. Ask yourself where any of them have gone. Nein, die Frage möchte ich mir nicht stellen. Okay, gut, ich habe andere Fragen. What now does fate find a wish to yip about? Vergiss es. So, Stufenaufstiege. 9 Punkte. Haben wir dich so lange nicht mehr dabei gehabt, Lyra. Das ist ja... fast schon traurig. So. Na gut. Kann man machen. So. So, dann haben wir immer noch Punkte. Uff. Na, warum mache ich nicht? So. Na, jetzt sind wir aber langsam. Langsam haben wir jetzt hier irgendwie so alles gemacht, was wir gerne hätten.
So. Mit dir nicht ganz so viele Punkte. Okay, gut. Hatten dich vor noch nicht allzu langer Zeit mal wieder dabei. So. Du brauchst noch ein bisschen Genauigkeit und Ablenkzeitreduzierung wäre auch nicht schlecht. So, und bei dir müssen wir auch nochmal wahrscheinlich. Ne, müssen wir gar nicht korrigieren. Zwei Stufen, du hast kaum Wissen trainiert. Naja, gut, dann gehen wir aber runter zu die Himmelfahrtshalle jetzt. Ich habe hier nämlich noch Dinge zu verteilen außerdem. So, ich habe hier noch einen Bogen für dich. Außerdem haben wir, glaube ich, noch Messer. Das. Und das. So. Und auch weg. Dann nehmen wir noch die Handschuhe. Den Helm. Ist auch nicht besser als das, was du hast. Naja, nicht viel. So. Ich muss, glaube ich, raus und nochmal komplett verbessern. Hat vergessen, dass ich schon so lange nicht mehr dabei hatte, dass sie nur noch mit vergleichsweise Tant rumläuft. Aber ein paar Sachen haben wir noch. Huch. So. Stiefel haben wir noch für dich, glaube ich. So. Okay. Gut, dann weitermachen. Ich habe übrigens offscreen noch so ein bisschen Leute trainiert und ich habe jetzt hier Penumbra, was wir in der Bastardrunde bekommen haben, auf Meisterwerk aufgebessert und mal ausgerüstet. Es hat tatsächlich leicht höheren Schaden pro Sekunde, vor allem aufgrund der reduzierten Erholung. Und das Verteidigend ist, glaube ich, in unserer Rolle als Tank nicht schlecht, auch wenn ich hier von der Sonnenlanze halt Vitalität und Verstand ist auch nicht verkehrt, also, ne? So, Takis. Genug davon. Du willst doch nicht, dass wir dem Schicksalsmünder solche Sachen zu Ohren bekommen, oder? Du wirst die Himmelfahrtshalle als Erweiterung des Gerichts behandeln. Ich habe nur erwähnt, wie sehr es mich überrascht, dass sich derart viele ehemals so stolze Südländer vor Tunons Gericht verbeugen. Bitte aber nicht als Beschwerde verstehen. Das Stufen vor Gott Karsten hat er so sehr verdient wie alle anderen auch. Wir können uns alle glücklich schätzen, dass sie ihren Stolz runtergeschluckt und sich vor Oberherrn verbeugt haben. Es ist eine Schande, noch mehr von ihnen töten zu müssen. Sicher hast du nicht gezögert, als du die Bergumwände ins Brunnen zum Einschuss gebracht und meine Leute begraben hast. Entspann dich. Wir können später einen Kampf mit Kernzügern anfangen, nachdem wir einen größeren Teil ihrer Magie erlernt haben. Ich scherze natürlich nur. Wir sind jetzt ausschließlich Verbündete. Weißt du, einmal angebotene Unterstützung kann jederzeit auch wieder zurückgezogen werden. Wir haben jetzt wirklich gerade diese Unterhaltung. Bitte, ordnet euch doch beide unter, wir haben viel zu tun. In der Tat, unsere Antwort wird besser zu tun, als planische Einheimischen zuzuhören. Nur zu, Ari, du siehst aus, als würdest du was sagen wollen. Viele siehst es, unsere kleine Koalition gar nicht mehr so klein. Wir müssen ein wenig Zeit nehmen, uns als Verbündete neu zusammen und über die Zukunft zu beraten. Ich halte dich auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt. Wir sollten uns in Erinnerung rufen, dass es alles ja wirklich begonnen hat, als du den Turm des Berges für dich beansprucht hast. Wenn du es schon nicht getan hast, solltest du die Türme in den Stufen ansehen. Du könntest mehr über diesen Einfluss erfahren, den du offenbar kultivierst. Die Leute werden dich als Leuchtfeuer der Hoffnung sehen, du sollst auf alles vorbereitet sein, was das bedeuten könnte. Ich habe schon alle Türme eingenommen, Takis. Aber danke für den Hinweis. Der Stahl rote Chor greift die Zitadelle an! Ich sehe purpurrote Banden, soweit das Auge reicht. Es müssen tausende von ihnen sein. Ich fragte mich, wer wohl zuerst direkt angreifen wird. Wenn unsere Speer recht haben, steht uns ein Feind gegenüber, der in überwältigender Zahl angreift. Wie lauten die Befehle? Ich glaube nicht, dass wir uns einfach so durch sie hindurchschauen können, aber ein Rückzug steht auch nicht zur Debatte. Nun, ich muss mir zuerst einen besseren Überblick über die Schlacht verschaffen. Lass uns oben auf dem Turm darüber sprechen. Chaos-Streitmächte haben die Zitadelle umzingelt und unsere Speer berichten uns, dass sie noch weiter auf dem Weg befinden.
Du kannst sehen, wie sich die Reihen der Verstärkung bis in den Norden in der Steinmeer schlängeln. Ich mag eine gute Herausforderung, aber das scheint einfach nur unmöglich. Selbst alle unsere Verbündeten rufen. Unsere Chancen sind jenseits der Hoffnungslosig. Die massive Skulptur rumpelt, sie lässt das Gemäuer des Turms erzittern und robbt das Gleichgewicht. So, möchtest du mir irgendwas sagen? Konstruktive Vorschläge? Die Kugel in der Mitte des Resonators dreht sich, als würde sie von einer unsichtbaren Kraft angetrieben werden. Wo das Gebilde einst Wärme abgab, strahlt es eine gleißende Hitze aus. Sie wird ein Gesicht verbrennt, als du hineinstarrst. Ein Klang wie Musik liegt in der Luft rund um das Gebilde herum. Dort klingen deine Ohren schmerzhaft und disharmonisch. Kairos haarigem Hintern! Diese Musik, das ist ja grauenhaft! Ich habe das Gefühl, es würden mir die Zähne aus dem Mund gerissen. Hörst du das denn nicht? Das ist dein Name. Wenn du noch hinhörst, wird dir bewusst, dass immer wieder und immer wieder dein Name gesagt wird, was dein einziges mystisches Kreischen ist. Du bist jetzt vollständig erwacht, seine seit langem ruhenden Energiestürme tanzen, ob deiner Anwesenheit. Es war kein Angriff, das war der Turm, ja? Denn wenn das ein Angriff war... Nun, der Turm teilt sich oft in Visionen mit. Vielleicht will er damit sagen, dass er etwas zu besprechen hat. Ich denke, der Zeitpunkt ist gerade so günstig wie jeder andere, um auszuwählen, ob wir durch den Verbindungsnehmen Turm Verteidigungsmaßnahmen gewinnen können. Wir müssen uns sicherstellen, dass niemand hier nach oben teleportieren kann. Wenn du es kontrollieren kannst, können wir zumindest uns eine Rückzugsposition sichern. Als sich das Edikt der Stürme löste, stürmt Arcanes Wissen auf mich ein. Ein intimes Verständnis für das Edikt. Vielleicht kann ich es ohne Kairos Worte nochmal verkünden? Ich bin mir sicher, dass die Daten noch nicht wirklich wissen, ob du Kairos Worte verbreitest oder nicht. Vielleicht ist es wert zu sehen, wie viele dem Schwindel erliegen. Außerdem haben wir noch einen Zen-Schreiben erhalten. Okay. Lieber Schicksalsbinder Siren, es hast du ein Edikt beendet und jetzt das Leben eines Archonten. Ich weiß, dass niemand an diesem Gericht derartige Erwartungen an dich hatte, als sich der Richter damals zu uns brachte. So viele Überraschungen in solch kurzem Zeitraum. Faszinierend. Kern war ein außergewöhnliches Lebewesen, ein gewaltiger Mann, angeblich von Taratus selbst geboren. Während niemand mehr lebt, der uns von dieser Geburt berichten konnte, darfst du ihn wenigstens über sein Untergangszeugnis ablegen. Du hast ihn in der Tat sogar beigeführt. Ich bitte dich, meine gelehrten Neugier nachzugeben. Ist während dieser letzten Momente zwischen dir und dem Archonten Steins etwas vorgefallen? Hat sich der Boden auseinandergerissen? Hat sich eine Witwe die Kleidung zerreißt? Haben die Berge ihrem Meister ein letztes Loblied gestöhnt? Hat Kern irgendwelche abschließenden Worte von sich gegeben, mündlich oder schriftlich? Schon mal die Kristalle, die angeblich aus den Klippen in Azura ragen, noch immer? Oder sind sie erloschen? Ich kann die Ankunft deines Fokus kaum erwarten. Ich kann den Ritus beschreiben, also besonders viel Spannendes ist da nicht passiert. Lieber Schicksalsbinder Rogalus, das Leben des Archonten Kern erlosch zusammen mit dem Edikt des Steins. Die Erdhexen holten sich lediglich die Macht ihres Gönners zurück. Wenn wir dabei waren, sorgfältig Kristallstäbe zum Bündeln strahlender Energien auszurichten, grollten über uns Auroras aus verzerrter Magie. Sprechgesänge halten durch die Luft, als die Erde das Blut der Chorkrieger trank, die sich wirkungslos gegen unsere Barrikaden warfen. Die Erdhexen werden nicht mehr ihre Zeit im Stein mehr vertellen und am Leichnam des abtrünnigen Archonten herumstochern. Nutzen ihre Karnemacht im Dienste der Vereinigung der Stufen unter einem einzelnen Banner. Als sie das Leben in einer letzten Erschütterung verließ, legte Kern den Grundstein für eine neue Ordnung. So. Turm, was dann? Nun schauen wir mal, was wir hier anrichten können. Rüstet euch, Leute, ich habe ein Edikt zu verkünden. Wenn der Stein der Bauwerk berührst, verlangen sie sich dir Zeitgefühl, du spürst den gesamten Stufen unter deinen Fingerspitzen. Der Turm ist bereit, deinen Willen zu kanalisieren. So, dann wollen wir mal Vendriens Brunnen mit dem Edikt der Stürme beglücken. Wir kriegen plus Blitz beherrschen, wenig Feuer beherrschen. Das gefällt mir persönlich nicht so. Aber ich habe App dabei, dann muss ich App halt auf Blitz konzentrieren. Die Gegner kriegen auch weniger Feuer beherrschen, immerhin. Alternativ wenn wir das Edikt der Steins, dann kriegen wir minus auf alle Magie-Skills. Aber auf Stein beherrschen Bonus, ne, das gefällt mir weniger. Sturm wird verkündet.
hat tatsächlich funktioniert? Das hat tatsächlich funktioniert! Wie ist das überhaupt möglich? Nun, da ich das nicht gebrochen habe, scheine ich auch in der Lage zu sein, es nachzubilden, wenn auch in kleinerer Form und hoffentlich nicht permanenter Form. Also, hast du vielleicht ein Fragment der Magie des Oberherrn absorbiert und das hat schon seinen Grund, warum ich mich nicht mit arkanen Unsinn beschäftige. Viel zu kompliziert. Ich bin genauso perplex wie du, aber deine Vermutung ist geradezu gut möglich wie jeder andere. Unser Schicksalsbinder hat Edikte verkündet und sie gebrochen. Gerade als ich dachte, ich habe dich durchschaut. Wir können es alle später in den Kopf zerbrechen, aber jetzt müssen wir zuschlagen, wenn sie alle überrascht sind. Ich werde sicherstellen, dass ein paar überleben. Jemand muss den anderen berichten, was passiert, wenn sie Sion angreifen. Okay, meine Damen. Wer möchte in Chorblut baden gehen? Anscheinend wird das mit dem Chorblutbaden vertagt. Ich faule List, hast du angewandt, dass das Wetter dir zu Hilfe eilt. Sollte dir danken, dass du den Weizen von der Spreu getrennt hast. Der Anblick, Dutzende zu sehen, die vom Blitz niedergestreckt wurden. Eine gute Schaustellung, wie unnützer Ballast erstreckt werden kann. Um die Kühnsten das Privileg zu überlassen, dir deine Gliedmaßen abzureißen. Gelenk für Gelenk. Geht sich den Soldaten und stößt ein wildes Heulen aus. Der Kampfschrei wird von den Kriegern aufgenommen und müsste ihn zurückgeworfen. Die Soldaten bewegen sich nur zögerlich nach vorne, sie starren nicht an, ihre Beine zittern, manche scheinen vor Angst in ihre Beinkleider gemacht zu haben, während andere versuchen, die Tränen der wachsenden Furcht wegzublinzeln. Ihr Narren, habt ihr nicht gehört, wie ich das Edikt verkündet habe? Entweder habe ich das Edikt selbst gewirkt oder mit dem Segen des Oberherrn. Denkt sorgfältig darüber nach. Gleich nicht mit dem Oberherrn, denn Magie mag vielleicht schwächere Truppen erschreckt haben, aber sie ist nichts, das meine Blutkantoren nicht beeinflussen könnten. Stimmt's nicht? Genug geredet. Du bist jetzt zertrampelt und vergessen. Nur der Ratsstimme wird sich noch an deinen Namen erinnern. Mhm. Ganz sicher? So. You have no hope. So, ich würde gerne diesen Magier hier mal ausschalten. Alles möglich? I need to try a different tactic. This isn't working. So, wie sieht's denn damit aus? I think that one hit home. Hast du Probleme mit Totenglocke? Willst du noch nicht erzählen, dass du Probleme mit Totenglocke hast? Hörer? Er greift natürlich alle Totenblöcke an, die super heftige Rüstung hat und so. Wenn wir uns vielleicht mal auf die anderen Leute konzentrieren können. Damn thing couldn't pierce claw. Na gut, wenn du jetzt auf mich gehst, dann können wir es natürlich messen. Oh, I'm enjoying this a bit too much. So. Magst du vielleicht mal Serienruhe lassen auf? This isn't working.
Halt, Vox sie nicht über die Zitadelle raus. Das Ziel, das Edikte unsere Schwerter belebt haben am Leben, um Kunde unserer Taten zu verbreiten. Ich dachte, wir würden mit dem Zerschmettern von Chorschädeln unser letztes Schwert stumpf machen, bevor wir überwältigt werden. Aber das Gesinde war durch den Edikt völlig verängstigt und die Panik hat es zum riesigen Mob gegeben. Mir tun die Chorkrieger fast leid, die mutig genug waren, die Stellung zu halten und gegen uns zu kämpfen. Aber nur fast. Du solltest doch wieder auf deinem Turm das grandiose Nachspiel von oben betrachten. Bestimmt würdest du es genießen, zuzusehen, wie deine Feinde aus dem Tal fliehen. Üblich war es eine gute Jagd mit dir. Die Arbeit hier ist getan und ich werde die Versorgung der Verwundeten und das Plündern überwachen. Plündern. Gute Idee eigentlich. Ein Purpur-Großspeer. Naja. So. Dann machen wir wieder rein. Schockiert und ermutigt durch die Zurschaustellung deiner Macht und der Leichtigkeit, mit der du ihren Anführer besiegt hast, verlieren die Kämpfer des Scharlachroten Kurs sie nerven, sie geben sich geschlagen und zerstreuen sich. Die Überlebenden flüstern angstvoll den Namen des neuen Archonten Siren, ein Wesen mit enormer Macht, das die Dikte derselben Autorität wie der Oberherr wirken kann. Zwei stürzen in Verwirrung. Bei allem Geflüster und der Fehlinformation bleibt jedoch eine Tatsache unverändert. Die Macht des Oberherrn wurde angefochten. Du kannst mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Gerüchte ihren Weg zu Kairos finden werden. Starken Winde des Edikts tosen und schleudern Geröll gegen den Turm. Sintflutartige Regen fällt, Tropfen sind schwer genug, um blaue Flecken auf blanke Haut zu unterlassen. Blitze fahren in den Boden, gefährden alle, die sich nach draußen wagen. Es dauert nicht lange, bis der Sturm abflaut und langsam sich in einen leichten Regenguss verwandelt und nach ein paar Tagen zu einer sanften Brise wird. Letztendlich beruhigt sich der Himmel und als sich dein Edikt auflöst und wenn du uns Bonus im Griff entlässt. Versammelt seine engsten Verbündeten um dich herum und planst aus der Sicherheit deines Turms die nächsten Schritte. Gerade eben hast du damit begonnen, als Kalio, Tunons Schicksalsbänderin, dir einen Besuch abstattet. Sie hat eine wichtige Nachricht für dich. Ich hörte immer wieder von diesem kleinen Turm, den du deinen eigenen nennst. Da du nun diejenigen getötet hast, die deine Lande einnehmen wollten, glaube ich, dass dein Anspruch jetzt so offiziell ist, wie er nur sein kann. Lass mich raten, du bist hier, um auszufinden, was gerade geschehen ist? Selbstverständlich erwartet Tunon, dass ich ihm einen vollen Bericht erstatte. Aber heute komme ich mit einer wichtigen Nachricht. Kein Edikt, aber dennoch Gebote aus dem Munde des Oberherrn. Niemand weiß genau, was man neuerdings von dir halten soll, Siren. Alle sagen, dass du ein Edikt der Stürme ausgesprochen und dich dein Edikt von Kairos verkündet hast. Dein eigenes Edikt der Stürme, deinen eigenen mystischen Sturm. Du bist kein einfacher Schicksalswinder, das können wir mit Bestimmtheit sagen. Das Edikt des Oberherrn vielleicht einmal zu oft verkündet und gebrochen? Wenn ich schon, als uns kennengelernt hatte, gewusst hätte, dass du zu was imstande bist, vielleicht hätte ich ernsthaft versucht, dich zu töten? Dafür wird geraten, dass die richtige Person diese Gabe geehrt hat. Ich weiß nicht, was ich von dir halten soll, Schicksalsbinder. Das Verkünden und Brechen der Magie des Oberherrn, die Beanspruchung dieser schrecklichen Türme. Es sollte keine Überraschung sein, dass auch ein Edikt für dich erreichbar ist, aber ich bin trotzdem erstaunt. Du hast die Macht einer Art, die Bandenchefs und Magier nicht besitzen. Du hast diesem Ort befohlen, deinen Wünschen zu gehorchen und hast es unglaublich auf die Welt losgelassen. Es ist nicht die Arbeit eines Schicksalsbinders. Wenn schon, ist es die Arbeit eines Archonten. Die Frau wird folgen. Einfach von hier zu Grenzen ist von Stufenlande und noch weiter. Mit Tapstaps am Meerstreifen, tiefen, kalten Norden und jagen an mir von Kairos an Alphas Seite. Gemeinsam schalten Nico und Alpha werden Metz den ganzen Stamm von Prima. Ich habe keine Ahnung, wieso du hierzu in der Lage bist, aber es ist keine Macht, die aus die Gelehrte führen können. Das ist was anderes. Du bist kein ambitionierter wilder Magier, der das aus einem Buch gelernt hat. Du kannst eher wie einer der Archonten, bei denen es von selbst kommt. Ich wusste schon immer, dass du ein entzückendes Häufchen Ärger bist, aber ich dachte nicht, dass tatsächlich ein Funke der Macht des Oberen in dir steckt. Warum hast du mir das nicht gesagt? Jetzt komm aber, die Macht des Oberen für sich zu beanspruchen wirkt schon ein bisschen anmaßend. Ich habe die Macht nun noch nicht vollständig verstanden. Einen Augenblick lang war ich neidisch auf seine Macht. Dann wurde mir klar, dass ich nicht diejenige bin, der Bedrohung für den Oberherrn auf die Stirn geschrieben steht. Ich bin mit direkten Befehlen vom Oberherrn gekommen. Kairos hat zwei Dinge erlassen. Erstens, der Oberherr verlangt, dass ein und nur ein Archont geeignet ist, über die Stufen zu herrschen. Zu diesem Zweck müssen die Archonten durch Tod oder Überlegenheit klären, wer der Archont sein wird, der die Stufen bekommt. Also wünscht sich der Oberherrn noch mehr Bürgerkrieg? Oh, es wird noch besser. Chaos hat erlassen, dass du der neueste Archont bist. Jetzt haben die anderen Archonten also den Befehl, dich zu unterwerfen oder zu töten. Und umgekehrt. Siehst du, darum vermeide ich Chaos, Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Und um das darzustellen, das ist ein Befehl von Kairos und noch kein Edikt, ja? Richtig, dieser Befehl wird nicht von einem Edikt begleitet.
Solche Ermutigung scheint kaum notwendig zu sein, wenn schon eine Aufgabe an und für sich die Belohnung beinhaltet. Der Oberherr hat einfach nur Kairos Frieden für die Archonten außer Kraft gesetzt. Sie können sich jetzt töten und verletzen, ohne gegen Gesetze zu verstoßen. Kairos weiß zu Recht, dass neue und alte Feindschaften zur gegenseitigen Zerstörung der Archonten führen werden. Der Oberherr muss einfach nur den Anschein des Friedens wegnehmen und den darauffolgenden Gewalttätigkeiten zusehen. Hättest du ein weiteres Edikt nach dem Motto Mach oder stirb bevorzugt? Was mit dem Gericht? Hast du gehört, was Thunon und Bladen Mark davon halten? Nun, wie gewöhnlich hat Thunon die emotionale Reichweite eines Blimpsteins. Aber Bladen Mark schien fast euphorisch zu sein. Ich glaube, der alte Schatten schreibt schon Namen auf seine Dolche. Ich habe mich schon gefragt, ob Bladen Mark, wenn er diesen Befehl hört, sofort Thunon ersticht. Aber nein, er scheint, als wäre der Archon der Schatten zufrieden, damit Thunon zu dienen. Ergibt Sinn. Ich kenne den alten Schatten nicht als einen, der sich nach solcher Art Macht verzehrt. Du musst dich aber auch mit ihm beschäftigen und ich habe Angst vor dem, was dabei rauskommen wird. Ich glaube, Thunon ist zu loyal, um sich dir zu unterwerfen und Bladenmark zu stolz, um zu akzeptieren, dass du ihn übertriffst. Für manche von uns wird das wohl unmöglich ein gutes Ende nehmen. Ich glaube, ich bin eher besorgt über diese plötzliche Beförderung, zum Archonten. Die Definition von einem Archont lautet, dass es jemand ist, der aus sich selbst Magie erzeugt und nicht die Mächte anderer kanalisiert. Da ich vermute, dass du das Edikt gewirkt hast, ohne von Kairos vorbereitete Worte zu verlesen, warum sonst das Ganze aufheben? Ist Archont keine absolut falsche Bezeichnung für dich? Aber ich finde auch, dass deine Macht, so schreibt bei weitem die Beherrschung der Schatten oder des Eises oder die Fähigkeit, mit Bäumen sprechen zu können oder all die anderen Kräfte, die Archonten über die Jahre gezeigt haben. Ich denke einen Augenblick, dass das größere Geheimnis nicht ist, warum du als Archont zählst, sondern warum du vielleicht leben darfst. Alles, was ich weiß, ist so Oberherr selten improvisiert. Also, soll ich der Archont der Edikte werden? Nicht ganz. Im Moment einfach nur Archont. Ungewöhnlich, aber es ist eine Information, die ich habe. Rukalus bestand darauf, dass wir dich Archont der Stufen nennen, zumindest dann, wenn man uns zuhören könnte. Schließlich könnte Archont der Edikte wie eine Herabwürdigung des Oberherrn klingen. Du weißt schon, dass das ein Problem für mich darstellt, oder? Meine Hand schreibt Schicksalsbinder Seilen aus Gewohnheit. Die Mühen, die es kostet, etwas umzulernen und Archont zu schreiben. Bin mir nicht sicher, ob ich noch lange genug lebe. Warum will Kairos, dass wir Archonten kämpfen? Was meinst du? Weil Asche und der Rat so gut zusammenarbeiten wie Wasser und Öl und es dementsprechend kein guter Plan wäre, jemandem die Hälfte der Stufen zuzusprechen? Weil seine Stufen kein Land mehr zu erobern gibt und Kairos weniger Generäle braucht? Thunon ist nicht hier, also macht es mir nichts aus, darauf hinzuweisen, dass es sich bei Kairos nicht unbedingt um den liebevollsten Herrscher handelt. Und die Archonten sind entbehrliche Spielfiguren und keine geliebten Untertanen. Das Land wurde erobert, warum sollte man sich der Eroberer nicht entledigen? Ich glaube zudem, dass Kairos alle Archonten gleichermaßen hasst. Insofern ist der Oberherr bereit, dem Stärksten eine Chance zu geben, sich die Existenzberechtigung zu verdienen, anstatt alle bis auf einen für Vernichtung zu nominieren. Okay. Gut, danke fürs Überbringen der Nachricht, das wäre dann alles, glaube ich. Das Erste sollte sein, dass du dich entscheidest, dich keinem anderen Archonten zu unterwerfen. Ich wünsche dir für die bevorstehende Anstrengung viel Glück. Für so Folgendes, wenn du Bladen Mark oder Thunon herausforderst, werden weder ich noch die anderen Schicksalsbinder eingreifen. Lass mich eine Sache klarstellen, ich will mit diesem kleinen Wettbewerb nichts zu tun haben. Archont, ich unterwerfe mich dir. Alle anderen Verrückten können sich darum streiten, wer dieses bergige Drecks noch regieren darf. Okay, ich akzeptiere, danke. Lass nur Nerat nicht mit einem Augenschlag und einer höflichen Kapitulation davon kommen, bitte. Eine Frage, die ich in ihren Schicksalsbinden uns gestellt haben, kannst du das wiederholen? Nunuvat glaubt an dich. Jemand anderer, der hier nicht so genannt wird, nimmt einen eher zynischen Standpunkt ein und meint, dass der Oberherr eine Hand so weit drauf in deinen Arsch geschoben hat, dass sie deinen Mund wie einen der Marionette bewegen kann und dass du kein zweites Edikt wirken könntest, selbst wenn du es versucht hast. Ich für meinen Teil glaube, dass es in dir steckt, oder zumindest mag ich den Gedanken, eins ein Edikt für dich zu verkünden. Ich bin mir sicher, dass ich ein weiteres Edikt wirken kann, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dieser Macht so sorglos herumspielen sollte. Das klingt bemerkenswert weise. Ich glaube, du kannst und solltest diese Macht benutzen, um deine Feinde aufzuhalten, aber mit wachsender Macht könnte noch deine Edikte länger andauern. Es wäre eine Schande, ein erkanntes Desaster zu hinterlassen, das uns noch verfolgt, solange nachdem das Problem gelöst ist. Ach, dem schrecklichen Schaden betrachtet, den du hinterlässt, wenn du es vermasselst, kann ich dir keinen Vorwurf dafür machen, dass du vorsichtig bist. Wenn du über Terratus herrschst, such mich. Ich weiß jetzt schon, dass ich im Falle deines Erfolgs einen Archonten brauchen werde, dem ich dienen kann. Ich weiß nicht, dass ich mich nüchtern bin, aber nur damit wir uns darüber im Klaren sind. Du hast gerade den Edikt gewirkt, nicht wahr? Zuerst wirkst du Edikte, dann erklärst du den Archonten den Krieg. Das ganze Kapitel der Chronik ist siehst wie ein Roman. Das hat Kairos allen Archonten befohlen, es auszukämpfen, bis nur noch die Stärksten verbleiben. Ich glaube, wir können jetzt ungestraft sagen, dass die Philosophie des Scharlachroten Kurs rehabilitiert wurde.
Lautes Murmeln ertönt unter Barks Helm, laut, aber dennoch unverständlich. Alpha hat eigene Worte von Macht geboren, wie Menschenprima namens Kairos. Ist besser und müßiger als Brutmutter von Töte in Schatten, als 100 Blut von Steinpirschen, als Tierfrau Archontin, die von Mark der Schatten wurde gemetzelt. Töte in Schatten wusste Alphas mächtigste Menschen in ganzen Stufen landen. Nasa hat nicht gelogen. Eine letzte Sache noch. Forge geht über dich und Oberwehren, gleich kommst, hätte ich fast meine Pflichten vergessen. Das ist eine Forderung vom Bläden Mark, tun uns Assassinen. Du solltest sie im Rahmen der Vorbereitung sorgfältig lesen, dein Überleben könnte möglicherweise davon abhängen. Viel Glück, Archont. Archont, wir müssen uns unterhalten, bevor das hier noch weitergeht, als es schon gegangen ist. Ich habe etwas Interessantes in den Chronikverbänden gefunden. Wenn du einen Moment Zeit hast, können wir vielleicht meine Neugier nachgeben. Ich weiß, dass du noch ein paar andere Sachen zu tun hast, aber ein kleiner Vogel hat uns ziemlich interessante Nachrichten überbracht. Solltest du ein bisschen Zeit haben, also würde ich es wirklich hassen, ohne dich Leute niederstechen zu gehen. Ach, genau. Schicksalsbinder. Unsere Speer haben Truppen der Schmähten gesichtet, die auf Lethians Kreuzung zu marschieren. Der Erlass von Chaos muss Gravenmarsch Feuer und Hintern gemacht haben. Ich würde meinen Speer verwetten, dass er das Eisen der Stadt unter seine Kontrolle bringen will. Okay, dann müssen wir Truppen versammeln und zurückschlagen. Ruf ein Treffen der Koalition ein. Du hast recht, ich werde alle versammeln, um unsere nächsten Schritte zu besprechen. Wir können darauf zählen, dass wir zumindest so viel erreichen. Ob sie denn kooperieren werden, das weiß Chaos allein. Wir warten in der Mitfahrtshalle auf dich. Ach du liebe Scheiße. Unsere Situation hat sich nicht unbedingt gebessert, sagen wir es mal so. Ach. Schicksalsbinder-Zahlen, wie faszinierend. Eines Tages sollten wir die verbliebenen Straßen des Lagos-Bezirks hinunterspazieren und uns genau über die Arbeit der Airtexen unterhalten. Das Verlangen nach einer neuen Ordnung besorgt mich etwas. Vergiss nicht, dass alles, was wir schaffen, zum Ruhme des Oberherrn ist. Okay, habe ich mich vielleicht unnützlich ausgedrückt, aber ich meinte, naja, egal. Ich werde nur einmal fragen. Kind, ich nehme an, dass du über den neuesten Erlass des Oberherrn Bescheid weißt. Falls nicht, will ich es dir direkt sagen. Jetzt eine schlechte Zeit, um anerkannt in den Stufen zu sein. Da ich wahrscheinlich derjenige sein werde, der dich erschlägt, dachte ich mir, ich sollte mich zuerst erklären. Ich habe keine Wahl. Aber selbst wenn ich eine hätte, würde ich dich immer noch töten. Bis bald. Den Mark, anhand der Schatten und Gerichtsklinge. Ja, okay, gut. Liebster Mark, ich muss mich bei dir aufrichtig für die Vorwarnung bedanken. Bitte wisse, dass ich mir deine Worte tatsächlich zu Herzen genommen habe und gebe dir hiermit die folgende Antwort. Ich hätte bestimmt nicht erwartet, dass du mir folgst, ohne zuerst meinen Mut auf die Probe zu stellen. Wenn wir einander schlagen müssen, dann sei es so. Ich respektiere dein Können und werde mich stellen, wenn du wirklich ein Duell wünschst. Ich würde euch aber lieber darum bitten, dass du mir den Dienst deiner Klinge gelobst, anstatt sie mir in den Hals zu setzen. Danke auch dafür, dass wir einander töten oder nur, dass einer den anderen besiegt. Reaktionsschreiben von nur einer Stunde. Aber bitte jemand den Rücken freihalten. Ich fühle mich nicht so ganz sicher hier. Okay, Leute wollten noch mit uns reden. Hail, mighty Archon. Ach du liebe Güte. Your newfound power runs in the face of what I thought I knew. All my life I've been told Kairos alone can issue an edict. And yet, here you are, proclaiming mastery of the lands just like the Overlord. Nun, ich kann ihre Mächte nachahmen, aber ich bin nicht einfach wie die Oberherren. You mean his powers. Ich meine seine, natürlich. You say that now. Let's see if you still feel this way when the reality sinks in and your mastery of this newfound power solidifies. The world now bows to your mere utterance. Each day you will grow stronger, while the world becomes weaker in comparison. Put another way, if I could do what you do, the world would be at the mercy of my depravity. Cursing the name of Ebb, Archon of Fecund Fluids. Let's hope your moral sextant isn't as crooked as my own. Yeah. Your newfound power runs in the face of what I thought I knew. All my life I've been told Kairos alone can issue an edict. Ja, and vielleicht gibt's außer mir in den Ohren noch andere. I should certainly hope not. Taratus isn't large enough for Kairos, and it's certainly going to get very interesting if the two of you start waving your edicts to and fro. I would have felt if someone else were proclaiming edicts. I knew when this one activated the spire. From what I know of Kairos, the Fatebinder is definitely a wrinkle in some carefully laid plans.
Falls in den letzten 431 Jahren jemand anders außer Chaos sein Edikt verkündet hat, dann würden wir es wahrscheinlich wissen. Es hat Augenzeugen und Hinweise gegeben, die Chaos Marsch nach Westen vorausgehalten werden und die Weisen hätten davon gehört. Your newfound power runs in the face ja, of what gut, I thought okay, I ich finde, wir haben erstmal genug über mich geredet. All my life. What is it you need? Lass uns weiterreisen. Barak, du wolltest reden. I have come to regard knowledge as a kind of curse. And I better understand the Overlord's injunctions against too much of it. In knowing why my armor clings to me, I think I began feeling it grow into me. Has it buried itself deeper within me? Kairos has ordered that the Archons determine a ruler of the Tears from among themselves. This is the time to go to Archon Ash, submit to him, and beg clemency. Das werde ich nicht tun. Ich werde unsere Möglichkeiten abwägen, wenn sie klarer werden. I understand. Better to make a tactical decision with all available information at hand. Do not mistake hesitation for consideration, though. One reveals new paths forward. The other closes paths formerly available. Oh, big ideas from the Mobile Armory. What, did the Iron Marshal tell you that? Yes, she did. I shall follow your lead, Archon. For now. Lentry schaut nickend auf, nachdem er die letzten Federstriche einer Notiz auf seinem linken Arm beendet hat. Not to steal your glorious day in the sun, but I must say, now all my notes on you are suddenly worth 10 times their weight in iron. My journals will melt the linens off the ladies, I tell you. Ja, okay, danke für das Bild. What's that you say? Buxom, nubile lasses with an interest in old men who know history. You need a definitive tractatus on the trials and tribulations of the Archon of the Tears? Ha! Well, you're in luck. I think one can safely conclude that you have the Overlord's attention, and that of the Tears. Soon, all of Taratus. You realize, I trust, I hope, that nobody other than Kairos has ever cast an edict until you. Bist du sicher, dass die Geschichte möglicher Rivalen des Overhead nicht vielleicht einfach gelöscht oder vergessen hat? Well, I have a hard time believing that someone would cast an edict and not have it noticed. Naja, aber vielleicht wirkt ein Rival ein Edikt, Kairos tötet den Rivalen und beansprucht die Ergebnisse für sich. Well, as of now, I've seen with my own eyes that the Overlord is not unique in this regard. And I suppose you're all the evidence I need to throw suspicion on the record. Now, if you are right, that implies the Overlord has no qualms silencing and murdering those who pose a threat. In your case, at least my written record of you might survive. See? I'm being optimistic. Mhm. Meine neu gewonnenen Mächte ändern allerdings nichts an der Tatsache, dass ich Kairos treu ergeben bin, aber man wird wahrscheinlich trotzdem als Bedrohung wahrnehmen. If that's true, then the Overlord would be wise to treat you well. For your powers would make you an enforcer second to none. But I imagine Kairos became Kairos by taking few chances with the competition. I could see the Overlord playing it safe and disposing of you. At the same time, if you really were a meaningful threat, you'd have already been the victim of an edict, or bled in Mark's daggers. So this has me rather curious. Just what does the Overlord wish to do with you? Weißt du, wann Chaos sein erstes Edikt gewirkt hat? Good question. In parts north, it's commonly held that Kairos's Edict of Dust was the first. But it was cast in the year 11. It was just the first edict to ripple across the whole of Taratus. If you lived somewhere that used to have antelope, you probably think that's the first edict of the Overlord. But here, the answer is given to us by the Overlord's own sense of posterity. Year zero of Kairos's calendar is said to correspond to the day Kairos went from warlord to wearer of many crowns. A victory won when the first Edict of Storms shocked both the Cloud Barons and the realm of Medrev to capitulate. Antilope, ist das ein Tier? Yes, or it was at least, until they were all wiped out by the Edict of Dust.
Or that's as best we've pieced it together from the records. From what we've gathered from their skeletons, they were some sort of mute beast man that ran on four legs. Antelope are not like beast women. Antelope have hooves for fleeing. Beast women have claws for killing. Antelope don't eat meat, are spooked easily, are large but helpless, lumber but lack reason, are prey. Silverback tribe hunted antelope, extinct. Old Ink Mystic tells many strange, stupid tales. Thinks to know everything. I suppose I'm more of an expert in living things, like birds. And can't quite confirm or deny what you're saying, but just forget I said anything. Ich denke, wir werden es bald genug rausfinden. Wir sollten aufbrechen. Übrigens, in den Chroniken, die wir in Bastardwunde gefunden haben, gibt es etwas Interessantes. Noch mehr Beispiele für kreative Geschichte. Trotz des Wahnsinns, in letzter Zeit habe ich die Zeit gefunden, noch mehr zu lesen. Und ich habe die Aufzeichnung bereinigt sozusagen und den Texten nach weiteren kreativen Änderungen gesucht. Ich muss sagen, Lexema hat den Rennern zahlreiche Notizen hinterlassen, die darauf hinweisen, dass sie einige Bücher an der Oberfläche verborgen hat, bevor sie nach Bastardwunde gekommen ist. Okay. Du hast eine Botschaft erfunden, erkläre. Früher hatten sie und ich eine Kurzschrift, die wir verschlüsselt kommunizieren konnten. Lexema hat einigen Ecken viele Notizen für sich selbst hinterlassen und nur ich kann sie lesen. Der erwähnt ein weiteres Versteck, aber um den genauen Ort zu entschlüsseln, brauche ich ein Exemplar der überarbeiteten Geschichte von Sunder. Wenn meine alte Hütte noch intakt ist, habe ich dort eine Kopie davon. Du brauchst ein Buch, damit du noch ein Buch finden kannst? Okay. Mehr muss ich nicht hören. Gehen wir suchen. Perfekt. Ich gehe voraus, wenn du soweit bist. Aber nicht jetzt. Jetzt gerade wird Lethians Kreuzung angegriffen. Jetzt hatte ich eigentlich vor, da hinzugehen. Lyra, du wolltest aber auch noch sprechen. Hey Binder, ich will mal was loswerden. Brenne innerlich. Wenn ich tanze, ist es so, als würde ich das Feuer rauslassen, um es mit Blut zu löschen. Stattdessen mache ich die Flammen nur noch weiter an. Scheiße, hat irgendwas davon Sinn ergeben? Sehe ich auch so. Ich hatte mal eine so starke Beziehung zu meinen Wüterinnen. Die Verbindung gab mir das Gefühl, ich weiß auch nicht genau, dass ich zu was gehöre oder so. Jetzt fühlt es sich so an, als ob sie in mir wären. Wenn ich tanze, steigen sie auf und werden jedes Mal ein Stück weit unruhiger. Als wir Krokus und Rissa jagten, konnte ich fast ihre Stimmen hören, als ob sie mir zuflüssen oder irgendwie tief in meinem Inneren an mir zerren würden. Und selbst ich kann es nicht abschalten, dass sich das all sehr nach jemandem Bestimmten anhört. Du weißt schon. Nach ihm. Eldian? Was, dieser schwätzige alte Knacke von Lithians Kreuzung? Scheiße, ich ganz bin da. Danke, dass du mich zurück nach Naradus gebracht hast. Deine Gedanke, dass ich sowas etwas wie Narads Stimmen sein könnte, lässt mir den Wunsch auskommen, mich selbst auszupeitschen. Nun, Narads Stimme ist ein Parasit, du bist aber eine Jägerin. Na, jetzt ist es ein Parasit, darüber steht kein Zweifel, aber es ist nicht immer so gewesen. Vielleicht begann es mit dem Töten, aber irgendwann hat man Leute, die das für einen übernehmen. Werden drei Archonten gemahnt, richtig? Und Oberherren? Also machst du dir Sorgen wegen des Archonten der Geheimnisse? Ganze Zeit. Letzten Endes hört er dich entweder aus oder findet noch etwas Schlimmeres, was er mit dir anstellen kann. Klar kann den Leuten ihre Gedanken entreißen, aber was ist mit der langsamen, heimtypischen Sachen? Zum Beispiel der Art, wie er seine Augen formt. Das ist wohl, was mir Sorgen macht. Er benutzt mich schon, um dich zu beobachten. Was ist, wenn er auch noch will, dass ich eins seiner Augen wäre? Bei uns gibt es schlimmere Namen als 18 Auge. Klar, zum Beispiel 23 Auge. Aber jetzt mal ernsthaft, wenn du nicht so werden willst wie er, dann sei doch einfach nicht so wie er. Was genau willst du damit sagen? Nun, zwingen menschlich zu bleiben und nicht so ein parasitäres Arschloch-Dämonengesicht-Babyfratze wie er. Was soll das überhaupt bedeuten? Du hast den Weg von Chaos gewirkt. Bist du noch ein Mensch? Wie sieht's mit Grave, Arsch oder Tunan aus, wo wir schon dabei sind? Scheint mir nicht zu sein, über das man selbst entscheiden kann. Noch eine Sache, Schicksalsbinder, bevor ich heute Schluss mache. Wie auch immer. Nachdem wir mit Essa gesprochen hatten, gab ich einem Speer ein paar Ringe, um den Ort im Auge zu halten, ihm mitzuzahlen, wenn sich etwas Außergewöhnliches ereignet. Anscheinend sind in der Gegend ein paar Fremde rumgeschlichen. Ich würde gerne nach Flussbruch gehen und versuchen, einfach ihn zu schnappen. Vielleicht können die mir Wissenswertes entlocken. Aber nicht direkt aus dem Kopf, oder? Du weißt schon. Okay, wir werden nachgehen sehen, sobald sich die Gelegenheit dazu bietet. Habt ihr nicht, dass das Wichtigste ist, mit dem wir zu tun haben, nur wenn wir die Zeit dafür finden? Du weißt schon, ich habe deswegen ein schlechtes Gefühl und das ist alles. Lass uns weiterziehen, du kriegst nur nicht vorbei.
Okay. Wollt noch jemand was? Siren, wolltest du vielleicht noch irgendwas quatschen? Komm, jetzt wo wir schon dabei sind. Ohne zu dir aufzublicken, stößt Siren ein langes, resigniertes Seufzen aus. Bedrückt dich etwas? Du wirkst traurig. No. Everything's fine, Archon. But I appreciate you asking. I've made some progress on that ancient musical score. I'm almost completely sure it's the same music I hear in that crystal we found. Das also ein Durchbruch erzielt, ist doch gut, oder? It's simply not what I was hoping for, I suppose. No matter. This music, I think it describes something fundamental. About magic, I mean. Or at least about the magic of the old walls. Davon zu wissen scheint ziemlich bedeutsam. I guess. I mean, sure, it's something nobody else knows yet. Except maybe Kairos. I'm certain that weaving this song into my own music will strengthen it. Or at least let more of my power slip through this stupid hat. Who knows? Maybe the old walls will hear my songs and then I'll be able to awaken spires too, or sing edicts, or both. Na, deine Stimme wird die Stufen erzittern lassen, meine Liebe. The tears? Don't underestimate me. I'll shake this whole ugly world. Okay. But truly, thank you for all of this. I'm indebted to you. I'll add my power to your cause, I promise. Nun, ich habe aber vor, nach den Stufen aufzuhören, also, ne? Also. So. So, dann wollen wir jetzt aber mal losgehen. Wir müssen dringend nach Lethians. Ne, wir müssen nicht nach Lethians Kreuzung, sondern zur Himmelfahrtshalle. Um dort unsere militärische Operation zu planen. Allerdings werden wir das dann erst in der nächsten Folge tun, wo wir dann statt dem scharlachroten Chorus den Geschmähten mal in ihren gepanzerten Hintern treten können. Aber das sehen wir beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.